Was ich hier heute in meinen Händen halte, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und zwar ein wirklich tolles Geheimnis aus dem 17. Jahrhundert, wie sie damals die Pest bekämpft haben. Sozusagen Pestessig oder Räuberessig. Woher kommt jetzt der Name? Hier haben wir die Grundlage für diesen Pest- bzw. Kräuteressig. Ich gebe hier einen guten Essig vom Bauern dazu, ein naturtrüber Apfelessig. Der wird hier hinzugegeben und diese Zutaten werden dann zugedeckt, gut circa 2 bis 4 Wochen an der warmen Sonnenbank innen in der Wohnung oder im Haus stehen gelassen. Und die ganzen Kräuter, die ätherischen Öle können dann in den Essig einziehen und dann kann man das abseihen und eben verwenden. Was ist jetzt das Besondere daran? Mit diesem Essig habe ich meinen Pest bekämpft, damals im circa 17. Jahrhundert, auch weit später hinaus. Und zwar der Legende nach gingen damals vier Räuber in Frankreich, in Marseille und überall umher und haben die Pesttoten ausgeraubt. Oder Menschen, die schon von der Pest so geschwächt waren und nichts mehr dagegen anrichten konnten, wurden ausgeraubt. Diese Raube zogen sich über Monate und natürlich wurden diese Räuber dann gefangen und vor Gericht gestellt. Und vor Gericht hat man dann gefragt, hey, hört mal zu, warum habt ihr, wenn ihr nur mit Pestkranken in Berührung wart und auch deren Sachen berührt habt und auch deren Türenschnallen berührt habt, warum habt ihr kein Pest bekommen? Sie wollten lange mit der Wahrheit nicht rausrücken. Sie hatten natürlich etwas vorgehalten, vor dem Mund gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben nämlich herausgefunden, dass man mit diesem Essig gegen die Pestkrankheit ankämpfen kann und sie dadurch nicht bekommt. Wie macht man das jetzt also? Innerlich nimmt man 3-mal täglich diesen Pestessig ein. Äußerlich kann man sich damit einreiben. Und zwar wirklich zum Beispiel, wenn man Erkältungskrankheiten hat, Brustkorb, oberer Rücken. Und die Ärzte haben damals auch, wenn sie Pestkranke behandelt haben, sich ein solches gedrängtes Tuch, also mit diesem Pestessig gedrängtes Tuch vor die Nase und vor den Mund gehalten und bekamen dann keine Pest. Auch die Krankenhausräume und Krankenhausböden wurden mit diesem Pestessig gereinigt, indem man es zum Beispiel als Wischwasser verwendet hat oder auch als Flächendesinfektion. Also es ist wirklich ganz etwas Starkes, etwas Tolles und gut gehütetes Geheimnis. Die Originalrezeptur ist nur ganz, ganz schwer herauszufinden, denn es gibt tausende Rezepturen. Aber man kommt, wenn man möchte, auch zur Originalrezeptur. Ich schreibe diese euch dann unter dem Video auf. Ihr könnt sie dann gerne nachmachen. Und da gibt es natürlich ein Grundrezept, ein Rezept aus dem 19. Jahrhundert. Dann gibt es noch viele, viele abgewandelte Rezepte, wo zum Beispiel weniger Kräuter drin sind oder weniger Auszüge. Und dieses Rezept muss man sich wirklich gut beibehalten, auch wenn man jetzt starke Viruserkrankungen hat oder bakterielle Erkrankungen hat oder Entzündungen hat. Das wirkt wirklich Wunder. Man kann es innerlich einnehmen, vorbeugend, oder wenn ich etwas habe, 3-mal täglich einen Esslöffel einnehmen bei mir. Oder ich kann mich einreiben damit. Ihr kennt das auch von den sogenannten Essigbatscheln oder Essigwickel, die man machen kann. Dann geht die Temperatur sofort 1 Grad runter. Also wirklich und immer. Also das ist ein Wundermittel, weil der Essig einfach so stark ist. Und angereichert mit diesen geheimen Zutaten ist dieser Pestessig auch gegen Pest, gegen allerlei Viruserkrankungen wirkungsvoll. Ich schreibe es euch jetzt drunter unter das Video. Bitte besucht auch gerne meine Homepage unter www.corinnaangelikawinkler.com. Hier könnt ihr auch viele andere Sachen finden, zum Beispiel auch einen Tee, der anerkannt von der WHO gegen allerlei Krankheiten wirkt, zum Beispiel auch gegen hohes Fieber. Dann ist es in der Forschung gegen Covid, dann gegen AIDS und vieles, vieles mehr. Hauptsächlich auch gegen Malaria. Das ist von der WHO sogar anerkannt. Schaut bitte auf meine Homepage rein unbedingt unter www.corinnaangelikawinkler.com. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss!